Hallo zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge unseres Let's Plays von Crusader Kings 3. Und ja, wie ihr sehen könnt, in der Zwischenzeit habe ich mal ganz kurz den Krieg erklärt. Und zwar haben wir doch den ein oder anderen Bittsteller. Und zwar haben wir hier unseren guten Earl Ainftech MacCandleban von Iverness. Und er hat einen Anspruch auf das Momertum von Moray. Und ich dachte mir, das kann man ja eigentlich nutzen, wenn wir schon kostenlosen Krieg erklären können. Warum nicht? Gleichzeitig hat unser Verbündeter in Neustrien uns gegen Westfranken in den Krieg geholt. Aber ich glaube, die schaffen das da unten erstmal selber. Deswegen, so. Und wie ihr sehen könnt, wir werden in den nächsten Krieg gerufen. Also jetzt ist schon richtig Party. Das ist Herzog Arnold von Thüringen, mit dem wir verbündet sind. Und er führt Krieg gegen König Radomir, dem Fehler von Böhmen. So, warte mal. Er hat 4700. Der 1400 und König noch ein Fehler. Das sind alles Fehler, ne? Achso, ja, der hat ja nicht viel, ne? Ja, komm, wir mischen auch noch mit. So, dann lasst uns mal hier hochjuckeln. Okay, der Krieg wurde annulliert. Warum wurde der annulliert? Der König von Alba wurde gefangen genommen. Okay. Kann ich jetzt... Ist ja voll lame. Ah, das ist jetzt mal super lahm. So, wem können wir noch den Krieg erklären? Ihm können wir nochmal den Krieg erklären. Und zwar um das Momertum von Strathern. Und das können wir nicht, weil meine Armeen ausgehoben sind. Ja, blöd, ne? So, dann lass uns doch mal hier unten ein bisschen unterstützen, oder? Das ist aber böse hier unten, ne? Was haben wir denn hier eigentlich? Das ist der König Secheni von Pommern. 2000, okay. Und der Pfähler... Der hat 300, ja, das hatten wir gerade. Und wie viel hat er? Er sitzt im Knast, der hat 1400. Wo kommen dann auf einmal die ganzen Truppen her? Ja, dann lass uns doch einfach mal hier runterjuckeln, oder? Wird schon werden. Ach, das ist der Religionskrieg hier unten. Moment. Das hier ist der andere Krieg. Ja, hier sind wir die Verbündeten, ne? Feindliche Armee? Warum ist das denn hier feindliche Armee? Wir sind doch nicht feindlich. Ne, warte mal, das ist was anderes. Das hier ist die Armee von ihm. Und er? Ah. Aber mit ihm sind wir doch gar nicht im Beef. Ich raff gerade nicht, wo wir eigentlich hin müssen. Bin gerade ein bisschen überfordert. Wo müssen wir eigentlich hin? So. Das ist hier Thüringen, ne? Stimmt. Ja, dann tuckern wir mal hier rüber. Wir machen das mal hier vom Acker. Wir haben schon wieder eine Anspannungsstufe erhalten. Ach, weil meine Schwester gestorben ist, ja. Ist eine Frage der Zeit, bis wir irgendwann hops gehen. Sag's euch. Es wird passieren. So, meine Schwester ist gestorben. Ja, komm, noch mehr Anspannungsstufen. Nehmen wir sehr gern. Und der kleine Drecksack ist entkommen. Ja, können wir ihn wieder, Neffe und Vasall. Können wir den kleinen wieder einkerkern? Da unterhalten wir uns noch.
Das ist mein Halbbruder. Wir hatten muntere Differenzen, aber meint ihr nicht, dass er auch in der Vergangenheit mein Bruder. Ja, dann. Friede, Freude, Eierkuchen. Dann nehmen wir das hier erstmal ein. Oh nein, wir halten die Eigenschaft gebrechlich. Das bedeutet, wir werden bald draufgehen. Da bin ich mir jetzt gerade ziemlich sicher. Das dürfte nicht mehr allzu lange dauern. Das ist magischer Verhandler, der gute Luke. So, einige meiner Ratsmitglieder glauben, dass ihr Posten ihnen allein aufgrund ihres Blutes oder ihres Einflusses zusteht, wie sie sich doch irren. Aha. So, Gräfin studiert Verwaltung. Ja, dann soll sie Verwaltung studieren. Ist okay. So, die wichtige Frage ist. Okay, wir haben auf jeden Fall schon mal den. Bitte sich im Gegner als Gegner anschließen, okay. So, mein Vasall. Ja. Wenn er vorbeikommt. Ich mag es, wenn sie buckeln. So, wir kriegen auch noch melancholisch. Ich glaube, also jetzt wird es echt nicht mehr allzu lange dauern. So, Sohn ist maßvoll, ist okay. So, nehmen wir die nächste Stadt ein. Ich bin mal gespannt, wie lange wir... So, was durch Durchschnittliche bei eures Ehepartners? Okay, er hat uns, er mag uns jetzt mehr. Ist natürlich schön, wenn er uns jetzt ein bisschen mehr mag. So, Frömmigkeitsstufenauswirkung plus 100%, ja. Niemals, jetzt ist eh zu spät, noch irgendwas großartig zu lernen. Wir sind 71, wir sind super gebrechlich, wir sind melancholisch, wir werden eh bald draufgehen. Lasst uns am besten noch so viel einnehmen wie möglich. So, der König von Alba. Aha. Okay, Söhnchen hat auch geheiratet. Easy. Finde ich super. Wir können Kriege erklären gegen König von Aquitanien. Ja, das wäre schon schön, wenn wir das mal alles irgendwie organisieren könnten. Frage ist, kann ich das? Was sind die Ansprüche, ne? Ja. Luke hat keinen Grund, am Hof zu bleiben. Ich bin jetzt zum Gelübde auffordern. Ach, schon wieder sowas. Ganz ehrlich, mitfühlen ist die schlimmste Eigenschaft, die es in dem gesamten Spiel gibt. Du kriegst Anspannung, egal was du machst. Egal was passiert. Oh nein! Guck mal, da drüben ist ein Stein umgefallen. Oh mein Gott! Also. Super nervig. Ja, jetzt haben wir zwar das Bündnis gebrochen, aber ist okay. Bleibt mein Sohn wenigstens da. Wird er... So, kann ich noch einen, oder können wir eigentlich noch einen Kriegerorden rufen? Nee, können wir nicht.
Wie bitte? Unfähigerweise hat meine Nichte, die Gräfin Zellef, Beweise vorgelegt, dass Ligach nicht die Tochter von jener Person ist, die man bislang für ihren Vater hielt, und zwar Earl Tuckwolf. Aha. Ein Mitglied des gemeinen Volkes. Ist sie nicht in der Erbfolge irgendwie noch mit drin? Weiß nicht so ganz, ne? Unzüchtigen. Sie gebe eine gute Ehepartnerin ab. Eieiei. Könnte ja theoretisch gesehen mein nächster Sohn heiraten. Die ist ja richtig. Oh, die ist ja. Lecco mio. Ja? Aber mein Sohn ist hier mit wem ist der denn hier? Marokko. Echt jetzt? So, Ehescheidung ersuchen. So, wartet mal ganz kurz. Haha, hat funktioniert. Ehepartner finden. So, jetzt schauen wir mal hier bei uns am Hof. Moment, wo ist die? Wo ist die? Ja, Erbe ist nicht vermählt, weiß ich. Höflinge. Da. Optimal. Er hat arrangieren. So, und zwar, nee. Eigentlich will ich, dass er sie heiratet. Habe ich sie eigentlich schon in meinem Hof? Also, beziehungsweise muss ich die noch einladen? Oh, ich muss sie einladen, die ist noch gar kein Höfling. Verdammt. Kann ich mir vom Papst eigentlich wieder Geld leihen? Lösegeld. Oder kann ich jemanden hinrichten? Schwedisch. Stimmt, wer hat ja Anspannung, weil wir mitfühlen sind. Habe ich ganz vergessen. Das war ein Witz. So, ich weiß nicht, wir erhalten eine Hingabestufe. So. Wir sind eine Glaubensikone, ne? Jetzt könnt ihr mal schauen, Leute. Jetzt könnt ihr mal schauen. So, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich das hier unten noch so geil finde. Weil, ja wobei, es läuft schon noch. So, gewinnen wir? Aber wir gewinnen. So ein bisschen zumindest. Nein, jetzt wohl doch nicht mehr. Also wisst ihr was? Ich glaube, wir verziehen uns hier am besten mal. So, wir lösen unsere Armee erstmal auf. Wir nehmen an deinem Bauernaufstand schon teil, aber so,
So, Anspannungsstufe verringert nehmen wir. Aber was wir jetzt wirklich brauchen. So. Das machen wir jetzt erstmal. So, einmal Pause. Und jetzt holen wir die an den Hof. Die ist krass. So, Ehepartner finden. Wo ist mein Sohn? Er wählt, wen man zum Heiraten auswählt. Ich würde ja gerne meinen Sohn auswählen, aber mein Sohn taucht hier ja nicht auf. Was sind denn meine verdammten Kinder, wenn man die mal sucht, ne? Ja, meine Nichte will ich eigentlich nicht heiraten. Da ist sie. Weil das gibt krasse Eigenschaften. So, und sie ist auch katholisch, das ist optimal. Weil die geben ein super Pärchen ab. Sobald ich tot bin, das wird Bombe laufen, sage ich euch. Das wird Bombe laufen. Ja, wir könnten theoretisch, aber, das wollte ich jetzt mal schauen, er ist reizend. So, wir sind jetzt Vormund unseres neuen Enkelsohns. Optimal. Wir können Kriege erklären. Wir können gegen den. Hier, was können wir dir? Ansprüche von König Isaac. Immer noch das Momentum von Straddern. Ja, gut. Können wir eigentlich oder müssen wir eigentlich irgendeinen unserer Höflinge oder. Jetzt können wir mal ignorieren. Wir haben noch Gefangene. So, kein Lösegeld. Kein Lösegeld. Kein Lösegeld. Können wir sie in den Kerker verlegen? Freilassung verhandeln. Taugst du was? Du taugst gar nichts. Taugt die irgendwas? Taugt auch nichts. Gut, dann werden wir das erstmal konsequent ignorieren. Hofhenker. Ein Hofhenker. Kann Gefangene öffentlich hinrichten, um mehr Kontrolle zu. Das ist ja nice. Die Verbrechen des Charakters werden vergeben. Ist das geil. Wir können wirklich einen Hofhenker. So. Lass uns mal schauen. Rat. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal einen neuen Ratspitzel. Sollen wir dich nehmen? Ja, du bist auch ein mächtiger Vasall. Dann bist du nämlich auch gleich happy. Mir ist zu Ohren gekommen, dass sich ein gesetzloser Flüchtling nach dem Hof aufhält. Übergebt ihr mir. So, wer bist du? Wasal. Okay. Ist ein Gast von uns. Taugt. Ja.
Ja, dann ist niemand ein Tyrann und kannst du haben. Nimm mit. So, was haben wir noch? Wir haben zu wenig Ritter. Das ist blöd. Das ist richtig blöd. Können wir schon neue Ritter einladen? Nein, können wir noch nicht. Natürlich blöd. Wie lange können wir keine Ritter einladen? Bis zum 24. Mai. Oh, das ist sehr gut. Das ist gleich. Ungeduldig. Oder... Oh, schüchtern. Boah, nee, dann bitte ungeduldig. So, Ritter einladen, gib ihm. Artefakte haben niedrige Haltbarkeit. So, was haben wir denn hier? Die Krone. Ja, mag sein. Der Lendenschurz. Kostet uns was? 38. Ja, reparieren wir. Ketten der Lorg-Dynastie. Ja, müssen wir reparieren. Wenn ich die zum Podestgegenstand mache. So, Moment, das gibt uns Kampfgeschick plus 5, Ritter-Effektivität plus 7%. Und wenn ich das Ding hier mache, dann gibt uns das natürliche Schrecken, Meinung, Vasall. Das ist eigentlich nur ein Meinungsthema, ne? Nee, das schmieden wir neu. Yep, das war teuer. Den Rest ignorieren wir erstmal gekonnt. So. Und du kriegst einfach ihn hier als Vormund. Ist echt so ein bisschen der Nachteil, den wir hier gerade haben. Sie können wir rechtmäßig einkerkern. Weil sie ein unzüchtiger Mörder ist. Und der Haupterbe ist mein Ratsverwalter. Naja. Ist wieder so ein Thema. Können wir wieder hier mehr Chaos... produzieren als irgendwie nötig. Ich hätte gesagt, lass mal vielleicht lieber mal die Fingerchen von. Da fehlt uns noch eine Innovation für das Gebäude. Ja, natürlich, der wird da sein. Solange ich hier Anspannung verliere, ist alles easy. Wird hier jeder da sein. Wir sollten auch mal hochhalten. Das wird mal eine Zeit. Lass in die Video, um das aussieht, als hätte sein gesamtes Leben. Was ist denn das für eine riesige Frau? Polterer. Ich glaube, die wäre ein super Henker. Aha. Bandspione. Geheimer Fluchtgang. Ich gebe zu, dass ich schon gern splitternackt in einem Privatkerker. Meine Güte, was ist denn das bitte für eine seltsame Geschichte? Leute, das kann ich nicht nachvollziehen, was das soll. Fluchtweg. Ja, aber in jedem Fall müssen wir Geld ausgeben. Oder wir verlieren Hofpracht. Dann verlieren wir lieber Hofpracht, weil ich möchte gerade echt nicht so viel ausgeben. So, lasst uns mal hier Hof halten. Wird nämlich mal wieder an der Zeit. So, wer ist der Erste? Ein Gemeiner, mein Fürst, beginnt hier. Ich vertrete die örtliche Gemeinde von Lümmenach. In den letzten Monaten sind mehrere Leichen. Oh, das ist natürlich blöd, ne? Die Option ist verfügbar. Warum habt ihr mich dazu eingeladen? Aha. Ihr kerkert sie ein. Aber sie ist aber meine... Sie ist aber eine gute Ärztin, aber die ist auch bald weg, ne? Sichere Friedhöfe. Ist Erfolgsmeinung? Zur Durchfolgung des Kosten 200. Ja, dann lieber so. So, was ist das jetzt hier? Ein furchterregender Bauer schlendert der Reine. Ehe eine Wache zwischen den... Oh, weicht er zurück und lacht durch die spärlichen Zähne. Mein Fürst, ich komme aus Kilmallock mit einer Angelegenheit von großer Wichtigkeit. Seine Augenbrauen krümmen sich. Schmied hat es mit der Base der Schwester getrieben. Das ganze Dorf ist in Aufruhr. Und das seit 7 Monaten. Oder waren es 8? Fährt er fort. Okay, wir kriegen Anspannung. Und für Volksnähe, ja. So, wir machen das. Ich will keine Anspannung. So, meine Nichte will irgendwas.
So führt eine junge Frau vor den versammelten Hof. Glorreicher Verwandter, der Luke Drachenbach, erlaubt mir die Ehre, sicherzustellen, dass eure Abkömmlinge eine Ausbildung erhalten, die eure Position würdig ist. Ein Posten, weil es mehr verdient, als Philomena tut. Okay. Hoftutor. So, Philomena, ihr werdet Philomena zu einem Hochtutor machen, okay. Ja, aber die ist jetzt nicht unbedingt für einen Hochtutor geeignet. Ja, oder... Findet eine Rolle. Hofmusikant. Schön. Wenn alle happy sind, bin ich's ebenfalls. Und es ist wieder ein Hofereignis verfügbar und mein Erbe ist nicht vermählt. Warum ist mein Erbe nicht vermählt? Mein Erbe war doch vermählt. Was ist denn jetzt wieder kaputt? Der war doch vermählt. Habt ihr noch verheiratet? Wollt ihr mich jetzt hier irgendwie verärgern? Der war doch. Wo ist sie denn hin? Die war noch mit ihm verheiratet. Habe ich irgendwas weggeklickt aus Versehen? Ist sie durch Zufall gestorben oder ist sie abgehauen? Okay. Dann ist sie wohl weg. Ist jetzt aber blöd, ne? Okay. Dann lass uns mal schauen. Sie ist mitfühlend. Das geht nicht mit gefühllos und sadistisch. Weniger Probleme damit. Zynisch. Das geht nicht mit religiöser Eiferer. Ist er nicht. Und sie ist ehrlich. Das geht nicht mit hinterlistig. Ja gut, das würde funktionieren. Und das wäre ein Bündnis mit Westfranken. Das haben wir noch nicht. 7000. Ja dann. War ja so klar, dass der uns gleich in den Krieg ruft. Naja, machen wir einfach mal Spaß haben mit. Hofereignis ist verfügbar, deswegen machen wir ganz kurz Päuschen. Die Heimkehr des Kindes und ein Ritter ist eingetroffen. Ne? Wir haben ja noch die Thematik, dass wir zu wenig Ritter haben. Die Frage ist nur, ob wir uns die Ritter alle leisten können. 45 nehmen wir. 16, 70, ja, nehmen wir auch. So, geht noch ein Ritter. Dann haben wir zumindest mal ansehnlichen Ritter. So, meine Tochter wird erwachsen. Und der nächste kommt rein zum Huldigen. Oh ja, komm rein. Komm rein und gib Geld ab. Der Haupterbe von Deutschland. Wir verheiraten meine Tochter mit dem Haupterben von Deutschland. Wenn das kein Bündnis ist, Leute, dann weiß ich es aber auch nicht. Und den von Westfranken haben wir ja auch noch. Das bedeutet, wenn wir die Möglichkeit haben sollten, dem kompletten Aquitanien den Krieg zu erklären, wird das machen. So, die scheußlichen Missetaten von König Amerik blieben viel zu lange ungesühnt. Ich werde Papst versuchen, ihn zu exkommunizieren. So wird König aus dem katholischen Glauben ausgeschlossen, kommt hoffentlich zur Besinnung. Exkommuniziert. Das ist ein Verbrechen euch, ihr katholisch gegenüber. Ja, okay. Titel aberkennen. Der mag mich halt auch. Der ist mit dem Waffenstillstand. Der Papst muss mich lieben. Wir müssen irgendwie mit dem Papst uns anfreunden.
Was spricht der Papst eigentlich? Der spricht Slowenisch, deswegen. Ich glaube, wir verstehen uns gar nicht so, oder? Wir versuchen es mal auf die Richtung. Was anderes fällt mir nämlich gerade auch nicht ein. Meine Gattin. So, meine Königin ist meine Rivalin, oder was? Wir kriegen wieder Anspannung. Das ist doch nicht dein Ernst. Und noch ein Ritter ist eingetroffen. Nehmen wir. Das Problem nehme ich auch schon mal vom Tisch. Problem ist, wir können immer noch keine Kriege erklären. Wir können hier oben Krieg erklären. 21 Anspannung nehme ich. Wie gesagt. So, lass uns mal da hochschippern und das mal einnehmen. Das dürfte eine relativ einfache Geschichte sein. So, wir haben Gutsherrenschaft entdeckt. Das ist natürlich schön. So, was ist das nächste kulturelle Interesse, das unser Land hat? Boas. Ah, schön. Endlich mal was Anständiges. Das brauchen wir ja. So, können wir noch irgendjemanden mit in den Krieg rufen? Wenn wir schon dabei sind. Religionskrieg um, Moment, irischer Krieg um Anspruch von Herzog Isaac auf das Momentum. Ja, genau. Da würden wir sie mit dazu rufen. Und dann hauen wir mal da kurz rein. Hätte ich fast gesagt. Theologe. So, was seit Monaten gräbt Pasken, der Suffrangbischof von Earl. Hanebüchene Verträge und gefälschte Stammbäume aus. Nun wagt er es auch noch so zu tun, als ob dies ein rechtmäßiger Anspruch wäre. Moment. Wer da? Von dem hier. Wo gehört denn der? Aquitanien. Okay. Hey, wenn du meinst. Das endet mit Beef, Bruder. Oh nein, er verlor Meinung, ist eine Rivalität weitergekommen. Ach, verdammt. So, die Stadt. Nee, die Baronie. Ne? Da. Gehen wir jetzt erstmal einnehmen. Aber der belagert Argyle. Müssen wir erstmal mit verteidigen. So, dann versuchen wir das hier erstmal einzunehmen. Da drüben wird überfallen, das kann mir jetzt auch erstmal egal sein.
So, Sohn wird erwachsen. Ich glaube, wir müssen einfach noch ein paar Verbündete in den Krieg rufen. Damit das ein bisschen schneller geht. So, Religionskrieg von Thüringen. Haben wir verloren, ist egal. Ja, bringt nichts. Ich glaube, wir müssen das jetzt hier einfach mal einnehmen. Sonst wird das nämlich nie zu Ende gehen. Ich hätte eigentlich schon erhofft, dass er uns ein bisschen mehr noch mag. Und dass wir ihn zum Freund bekommen, weil das wäre eigentlich ganz ideal gewesen, weil dann hätte man nämlich zum Beispiel hier solche Sachen probieren können, wie den Anspruch hier zu erbitten. Da hätte er nämlich vielleicht ein bisschen eher mitgemacht. Aber ja, sei es drum. Jetzt ist es so. So, Westfranken, Weißer Frieden, ist okay. Sohn wird maßvoll. Maßvoll ist in Ordnung, mit maßvoll können wir leben. Maßvoll nehme ich gerne. Ich weiß ja gar nicht, ist das hier eigentlich glaubenstechnisch? Das ist auch christlich, ne? Ja. Könnte man also zwischendrin einfach mal ganz kurz gucken, wie denn eigentlich der Stand hier ist. War das hier eigentlich in integriert? Wird das eigentlich mittlerweile integriert? Wir hatten noch hier, bei 100 Zieltitel wird de jure eures Haupttitels. So, die Hebriden. Jetzt mal hier gucken. De jure Teil von Königreich von Alba. Ja, wir hatten das doch hier. Wäre da noch nicht weitergemacht. Ich wollte gerade sagen, mach doch damit weiter, Herrgott. Hat den aus Versehen da irgendwie, haben wir ihm gesagt, er soll das nicht machen. Mein Sohn, So, Gelinde, sie kann kein Symptom. Schön. Bildungsvorzug ist verfügbar, ja. Das bringt uns jetzt auch nicht viel. So, lass das nochmal hier wechseln. Okay, unsere Ehefrau ist nicht mehr unsere Rivalin, das ist doch schon mal ein Anfang. So, ihr werdet in den Krieg gerufen von ihm 2-8 gegen sie
Wir nehmen auf jeden Fall mal an, aber wir ignorieren das. So, und jetzt haben wir ihn hier. Aber wir werden weiterhin alles angreifen. Und einnehmen. Weh zu klagen und ist das Blut das Zeichen? Das Zeichen steht nicht gut. Was? Okay. Er will mir wohl sagen, dass ich bald sterben werde. Ich habe böses Omen für 10 Jahre erhalten. Okay. Wir nehmen jetzt hier alles ein. So, Typhus ist weg. Und können wir hier zwischendrin schauen, wenn wir auf unseren Rad gehen. Hier ist ja soweit alles tutti. Das ist auf jeden Fall gut. Ketzerei. Wie bitte? Herzogin Maria aus Luxemburg hat die Welt verkündet, dass sie und ihre Vasallen zum indischen Glauben konvertiert sind. Herrscher gibt sich der Ketzerei hin. Man wird hier zum Glauben an Deismus. Okay. Ja dann. Können wir da auf jeden Fall mal reindappen. So, Gemeinde bekehren. Lass doch mal schauen. Was müssen wir denn eigentlich noch machen? Hier, Inselchristentum, ne? Die wollen ja nicht. Dann müssen wir sie ja dazu zwingen. Was stimmt eigentlich hier nicht? Gegen wen führt ihr eigentlich hier schon wieder intern Krieg? Ah, Mann. Dass die aber auch immer Stress machen müssen, oder? Alle christlichen Herrscher auf den Wachen zu holen. Das katholische Hochkönig wird von mir erwartet, dass ich meine Männer auf die Unterstützung dieses Heiligen aller Krieges vorbereite. Oh. Kreuzzug. Okay. Kreuzzug im Reuse. Die Kriegskasse erhält 1500 und 600. Ja. Jetzt zum Kreuzzug anschließen. Bisschen schlecht. Ich will ja eigentlich hier noch alles einnehmen, ne? Ja, ich werde es mir durch den Kopf gehen lassen. Ich glaube, wir sollten hier nochmal... können wir hier noch jemanden holen? Können wir ihn? Ja, komm, komm, mach du mal mit. Wir wissen noch nicht, was es war, Schmiede ein Komplott, um eine Person zu ermorden. Okay. Okay, du wirst mir helfen, das ist schön. Da freue ich mich. So, warum habe ich jetzt hier den Sieg? Mann, ich wollte doch eigentlich noch ein bisschen mehr draufballern. Ist aber wirklich ein bisschen so. Auf einem kleinen Spaziergang zwischen zwei Audienzen höre ich zufällig, wie meine gefasste Hocharzt Kacht die jüngste Obsession bespricht. Das ist wohl, weiß ich, der stärkste Trank, den es überhaupt gibt. Gesundheit mittlerer Bonus. Wenn es schief läuft, sterbe ich. Ah ne, er tötet uns nicht. Ah, komm. No risk, no fun. Treuherzig, nee. Er ist zufrieden. Zufrieden ist gar nicht gut. Anspannungsverlust, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Sprunghaft. Ich glaube, wir nehmen das hier. Okay. Wir müssen an der Stelle mal ganz kurz ein paar Kleinigkeiten klären. Dazu wäre mal Punkt 1. Wir sollten, wenn wir noch länger leben wollen, erstmal ein Festmahl ausüben.
Und Punkt 2, freuen wir uns, dass wir hinten... So, das lassen wir einfach mal so stehen. So, Prinz Magnus verliert was, aber wir kriegen eine strategische Diskussion. Okay, Kriegsführung plus 2, nehmen wir. Und bis zum nächsten Mal. Eifrige Frohnatur. Schön. Liebt uns jeder. Wir sind auch happy. Alles cool. So, da haben wir auch gewonnen. Passt das auch. Müssen wir mal schauen. Wir können noch keinen Krieg erklären. Königreich von Aquitanien. Die Frage ist, was ist mit dem König von Alba? Die Frage ist, was machen wir denn hier? Militärische Stärke. Ein Teil der Kriegskasse erhalten. Ja, das wäre natürlich schon geil. Ihr wählt einen Begünstigten aus, der einen Titel im Königreich erlangen kann. Ihr könnt einen Teil der Kriegskasse erhalten. Ja, dann versprechen wir militärische Unterstützung. Wir schließen uns an. So, mein Begünstigter. So, Moment, Pause. Wie war das mit dem Begünstigten nochmal? So, wen schicken wir denn? Oder wie war das nochmal hier? Begünstigten auswählen. Moment, jetzt, ich hätte das lesen sollen. So, jede Teilnahme eines großen Religionskriegs kann einen Begünstigten aus seiner Dynastie auswählen. Beim Sieg wird der Begünstigste einen Teil des Landes im Zielreich erhalten, da der Kriegsbeteiligung für ihn entspricht. Ja, okay. Jetzt sollte ich vielleicht mal einen... Jetzt hätte ich theoretisch gesehen mal einen von meinen anderen Söhnen nehmen können. So, Sohn von euch. Matthew. Der Enterbte, ne? Wer ist denn hier eigentlich einer der fähigsten? Schon er. Ja dann. Ja, dann schließen. Dann gib ihm. 1089, Kreuzzug von Jerusalem. Und unser Sohn ist unterwegs. Das wird sicher lustig. So. Er ist im Knast und er will seinen Sohn auslösen. Dann löse ihn aus. Haben wir denn noch mehr, oder haben wir denn noch mehr zum Auslösen? Können wir nochmal schon schauen wollen. Ja, wir haben hier noch ihn. Den Bobby von Gloucestershire. Können wir erstmal unsere Armee auflösen, fällt mir so an der Stelle auf. Ist nämlich erstmal schon ein guter Anfang. Ihr habt Grafschaft von Gräfin Dülle geerbt. Männliches Erbteilungsvorrecht. Ich hab das Artefakt geerbt. Oh, das ist immer ein netter Ring. Und ein Schwert. Und ein Zepter. Unsere Eingliederungsbemühungen, die Hybriden, laufen sehr gut. Vielleicht können wir sogar einen begrenzten Umfang der Besteuerungspraktiken übernehmen, ja. So, 986, 1200. Das ist also bald. So, was habe ich jetzt geerbt? Das da oben habe ich geerbt. Das Earltum von Nordland. Ja, nice.
Und mein Sohn erbt alles. Aber er hat ja nur drei Sachen. Das ist blöd. Kann ich das hier oben nicht irgendwie an jemanden vergeben vor Ort? An einen örtlichen nordischen Adligen vergeben. So. Ist das besser? Ist er nämlich super happy? Der kann uns auch noch Lösegeld bringen. Ist gut. Sonst haben wir niemanden. Wir können den Titel Herzogtum von Syrien übernehmen. Das ist natürlich nice, ne? So, wir haben jetzt das Herzogtum von Syrien. So, das Herzogtum ist im Reich von... Was gehört denn eigentlich alles dazu? Der ganze Block hier gehört dazu. Können wir aber hier eigentlich auch Krieg erklären, ja? Artefaktanspruchkrieg. So. Oder... De jure Grafschaft erobern. Ihr nehmt alle Artefakte in Besitz, auf die ihr einen Anspruch habt, die König Loch in seinen Vasallen gehören. Mit Waffenstillstand gebrochen. Ja, wie lange haben wir denn Waffenstillstand? Das wäre die Frage, die ich mir jetzt gerade stelle, wie lange wir Waffenstillstand haben. So, dich habe ich da drüben. Plus 14. Und... Ja komm, dann bist du auch happy. Ach, das war ja wieder so klar. Ach, komm. Hätte ich mir wieder sparen können, den Mist. Jetzt müssen wir mal ganz kurz schauen, was haben wir denn eigentlich hier Neues gekriegt? Das ist ja genau das Gleiche. Interessant. So, aber wir haben hier ein neues Schmuckstück. Lebenswandelerfahrung plus 5. So, und tragen wir nämlich das. Und das einzige Thema, das wir eigentlich aktuell noch haben, ist so ein bisschen das Waffenthema, gell? Das ist echt ein bisschen... Da hätte ich mir schon ein bisschen mehr gewünscht. Können wir vielleicht eins in Auftrag geben. Ja, eine Waffe. Wäre ganz nice. Schwert oder Dolch, ja. Macht Schwert. Bitte, bau mir ein Schwert. Er schmiedet ein Dolch. Warum immer ein Dolch? Es braucht keine Widmung. Mein Ratspitzel. Aha, meine Gemahlin hat wohl geplant, jemanden zu ermorden. Mich? Okay. Brauche ich ihn? Naja, wir holen ihn einfach mal zurück. Aber, meine Frau... Die versucht hat, mich ich krieg 48, weil ich mitfühlend bin, ne? Ist ja nicht dein Ernst. Kann ich die Schrapnella nicht loswerden? Ehescheidung ersuchen. Ach
Gott sei Dank. Schöne Kriegsorden finden. Ist schon wieder soweit. Auch ganz praktisch, aber ja. So. So, weg mit dich. Wir sollten noch einen Ehepartner finden, und zwar irgendwas, was uns einfach irgendwie weiterhilft, ne? Machen wir mal kurz Pause. Auch nicht schlecht, ne? Spiel. So eine super Verwaltungsfrau. Oder wir nehmen hier einfach eine, die uns beim Forschen hilft. Ja, wir müssen ja nicht mit ihr schlafen, aber ja, die sollen uns einfach nur dabei helfen, ihr Patronat plus 10, ne? Also, gib ihm. So haben wir zu viele Herzogtümer, das Herzogtum Kleinkönigreich von Syrien. Jetzt müssen wir mal selber schauen, genau, das passt soweit. Geisterte Bekehrung. Ja, wo ist er eigentlich am werkeln? Nirgends. Dann machen wir bitte dort ein bisschen oder sorgt ein bisschen für Ruhe, oder wäre ich ganz happy. De jure Territorium überzeugen. Was ist das denn bitte? Prinz Magnus wird der Aufgabe de jure Territorium überzeugen zugewiesen. Die Zielgrafschaft nötigt den Herrscher, sie an den de jure Lehnsherrn zu übergeben. Oh, das ist wohl das hier, ne? Mehr Entwicklung Gemeinde, Ratsverwalter. Okay. Ja, dann bin ich ja mal gespannt. Ja, haben wir auch noch hier. Also das könnte echt heftig werden, sage ich euch. So, und was machen die jetzt hier? Ziehen die jetzt alle in Krieg? So, Mercia will hier gegen Aquitanien. Ja, weiß ich nicht, ob ich da einen Bock habe, mitzumachen. Wir lassen uns jetzt erstmal hier ein bisschen laufen, ein paar Minütchen. Ich muss nämlich erstmal überlegen, ob und wie an den de jure Herrscher. Das bedeutet ja, dass ich mir das organisieren kann. Prozent höhere Qualität. 89%. Ihr werdet überwältigt von Anspannung. Ja, meine Ideen klappen gut. Ja, super. Wir verlieren Anspannung. Ja. Wir gehen halt in der Zwischenzeit auch noch jagen. Bleibt uns ja nichts übrig. Und natürlich kriegen wir Anspannung. Super. Damit hatte ich eigentlich nicht gerechnet, aber war ja wieder klar. So, wir
Abenteuerinspiration, ja, nee. Wir halten 230 und die Jagd endet. Dolch von Hochkönig, seht ihr, und schon wieder nur Mist rausgekommen. Wie es halt jedes Mal so ist, wenn hier nur Mist dabei rauskommt. Das Ding ist halt einfach wieder. Also, wisst ihr, das ist Kampfgeschick plus 2, plus 4, ja, und hier ist halt plus 1 und Plotgeheimhaltung. Ja, super. So. Die Fürsterzbischöfin von der Champagne ist aus dem Krieg ausgetreten, okay, weil sie tot ist. König Gilbert von Deutschland ist ersetzt durch König Philipp. Und König Philipp ist zwar ein fremder Herrscher, aber er ist ein... kann ich seine Sprache lernen? Die Frage, muss ich seine Sprache lernen? Ach, Erwerbskomplott. Ja, lernen wir, weil er ist der König von Deutschland und er ist mit meiner Tochter verheiratet. Sollten wir vielleicht mal drüber nachdenken, ne? So, wir können vom Glaubensoberhaupt Geld kriegen. Da sage ich nicht nein. Und wir haben zu viele Königreiche. So, jetzt ist die Frage, das Kleinkönigreich von Cirin. Können wir diesen Titel an jemanden abgeben? Wir könnten diesen Titel... Wer hätte den Anspruch auf diesen Titel, ne? So, er... wartet mal. Das hier. Das ist dann Gauri. Das bedeutet, er hätte eigentlich Anspruch auf das Kleinkönigreich von Cirin. Genau. Er hält plus Meinung von uns. Und er wird uns mögen. So, seid gegrüßt. Schön, dass er mich auf jeden Fall mag. Ne? Das ist ja schon mal wichtig. Sehr wichtig. So, und dem König von Aquitanien eigentlich hoffe ich ja mal, dass... Moment, war das hier schon fertig? Es gibt keine gültige Aufgabe für dieses Team. Wer weiß denn, wie viel? War doch hier... Nee, weil ich das ja abgebunden. Das war nicht so intelligent. Oh, da sagt er ja. Frage ist, sagt er auch ja, wenn ich das aufs Königreich von Alba beziehe? So, wartet mal ganz kurz. Nee, darauf sagt er nicht ja. Aber hier hin? So, können wir hier auch noch einen Anspruch erbitten? Okay, und jetzt erbitten wir hier auch noch einen Anspruch drauf. Da macht der Papst nicht mit. Aber dann lasst uns mal hier gucken. Da macht er mit. Und das hier wäre mir ganz, ganz wichtig. Oh ja. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch der Witz hier unten. Dann, den kannst du uns ja eigentlich auch noch genehmigen, oder? Warum? Ihr habt tugendhafte Eigenschaften. Ja, habe ich. Weiß ich.
Kann ich ihn irgendwie denunzieren? Irgendwie in irgendeiner Form? Anspruch kaufen. Ja, dann kaufen wir den eben. So. Wem können wir jetzt den Krieg erklären? Mein Vasall hat eine Nebenlinie erschaffen. Okay, einmal Pause. Wir können das komplette Herzogtum von Strathclyde. Moment. Okay, wir können also noch nicht, weil wir am Religionskrieg teilnehmen mussten. Na, verdammt. Ja gut, dann das war einmal wieder eine super intelligente Idee. Dann bauen wir zumindest mal die Sachen hier aus. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Und vielleicht sollten wir auch noch mal zwischendrin, glaube ich, aktuell nicht machen, gell? So, wo ist denn der Krieg? Wo tobt er denn hier unten? Ich weiß nicht so ganz, ob das hier unten so laufen wird. Wir erhalten aggressive Angreifer. Gegnerische Todesverluste plus 25%. Oh, das ist natürlich gut. Ne? Mein Sohn wird zynisch. Oder gerecht. Dann wird er halt gerecht. Also hier unten kracht es ganz schön. Lass mal schauen. 69.000 Truppen gegen 73.000 Truppen. Ja. Sollen wir oder sollen wir nicht? Wir halten Anspannung. Moment, meine Cosma-Notizen über die hochdeutsche Sprache sind überall in meinem Arbeitszimmer verstreut, okay? Ich fertige einen meiner Notizen an. Okay, wir kriegen 36. Papst Alexander verliert Sprache, wer verliert Fortschritt? Wird jetzt der Papst ernsthaft ein Rivale von mir? Echt jetzt? Ja. Mal ganz kurz Pause machen. Zeit an den Papst. Nee. Ja, wir sind eine Glaubensikone. Wir sind bedeutend und wir sind erhaben. Aber wir werden den Krieg definitiv verlieren. So viel sage ich dazu. Also. Da hätte ich auch nicht viel machen können. Kriegsrunden kosten minus 50. Genau, das wollte ich. Ja, Freunde. Kind ist wieder zu Hause. Aber ich glaube, den Krieg, den Kreuzzug, den werden wir definitiv verlieren. Selbst wenn ich da noch runter eier. Ihr seht's gleich.
Tja. Der Eifer von Katholizismus ist gesunken. 7000, das wurde alles unter den Teilnehmern verteilt. Ja, ne? Aber, und jetzt ist der Vorteil in der Sache, dann können wir jetzt zu Hause einen Krieg führen und wir sind, glaube ich, einer der Einzigen, die noch eine Armee haben. Deswegen... So, die Jurgrafschaft erobern. Nee. Ansprüche von uns. Ich will eigentlich alle Ansprüche. Und wem können wir noch einen Krieg erklären? König Thierry von der Bretagne. Nein, ich hätte das hier oben gerne. Oh ja, hier, genau. So, hat er Verbündete? Er hat Aquitanien als Verbündete. Tja, das ist jetzt blöd, ne? Wir haben aber auch ein paar Verbündete. Und zwar Deutschland. Oh, hier, guck mal, die haben ja gar nichts mehr. Hier noch 4000. Wir können Neustrien mit dazu holen. Und Mercia. Und Deutschland. Und wir haben ja selber noch 6000. Also. Ja, Freunde. Ich denke mal, den Feldzug gegen Alba und den... gegebenenfalls Eroberungsfeldzug gegen Aquitanien werden wir uns dann in der nächsten Folge anschauen. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat und ihr mehr sehen wollt, dann lasst doch gerne ein Abo und ein Like da. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und bis dahin, wie immer, macht's gut.